So, und eine Folge kloppe ich noch hinten dran. Sehr nice. Jetzt habe ich dann heute vier Folgen aufnehmen können. Das ist schon mal richtig sick. Haben wir einen Plan eigentlich in der Tasche? Wir sind jetzt schön leicht geworden, gell? Obwohl es immer, wir müssen uns irgendwann mal komplett entleeren. Das klingt jetzt sehr komisch, ist aber so. Denn wir können nicht immer so ultra gestopft rumlaufen am Limit. Also, irgendwann, das habe ich auch in meinen früheren Spielereien, auch bei Skyrim und sonst wo, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dich hinsetzen musst und einfach mal alles rausmachen musst, was du nicht zwingend brauchst. Sonst ist man grundsätzlich so gefüllt und das sackt. Das ist das Sith-Rotunde. Das ist die Sith-Rotunde. Ist hier noch mehr von der Sith-Rotunde? Ein geschichtsträchtiger Ort, Citroën, Sith-Rotunde. Komisch, oder? Oh, ist aber da. Na, what do we got, hey? Where we got, hey? Könnte man so einen Benzinkanister auch schießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mit dem Junkjet. Das geht, denke ich, nicht. Na, das geht nicht. Okay. Aber macht ja nichts. Wir können sonst den ganzen kleinen Scheiß, den wir haben, mit dem Ding rumballern. Und müssen dann nur die wirklich größeren oder großen Sachen mit uns rumschleppen. Hier ist auch nochmal... Heißt das hier jetzt Citroën? Nee, Rotunde. Haben die sich verschrieben oder ist das eine andere Sprache? Oder... Keine Ahnung. Kartoffelsalat. Halt, wir wollten doch an einem bestimmten Ort eigentlich. Oh shit, wir wollen ja nach rechts. Wir wollen doch darüber. Ah Mensch, ey. Ah, darüber wollen wir doch. Da ist ein Panzer. Klick, klick. Okay, Cotsworth, folgender Plan. Ich schieße jemanden in den Kopf. Du machst den Rest. Cotsworth, machst du schon was? Weiter geht's. Wo schießen die denn hin? Wo gucken die hin? Oh, shit! Was machen die da? Vielleicht sollte ich besser meine Sensoren reinigen. Ja, Cotsworth, reinige die rum. Shit. Kommt etwa jemand hier über die Brücke gleich? Falls ja, muss ich mich hier doch ein bisschen mit Minen ausstatten, denke ich. Cotsworth! Oh shit, ist das Ding geil! Woo! Jawohl, ich kann wieder so ein bisschen Woo machen. Ich kann wieder zum Woo Girl werden. Halt, stopp. Jetzt rede ich. So, erstmal schön den Hut weggeschossen. Jetzt hätte ich schon gern so einen Fat Man. Einfach, wie er rüber schwebt. Okay. 18. Davon haben wir 18. Das müssen wir noch kurz machen, bevor wir da zu den anderen Leuten gehen. Wir haben 700 Schuss hiervon. Oh shit. Verstecken! Vor mir! Kannst du vergessen! Hey, 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 hey! Ach, Scheiße! Nein! Das Ding ist schon echt stark, oder? Ist geil. Das müssen wir nochmal aufrüsten, weil davon haben wir so viel Munition. Das können wir halt echt gut benutzen. Wo ist denn jetzt der Macker? Der Fette, leiser. Oh! Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal! 50% durch Früchte und Gemüse. Mh, verdammt nochmal! Trotzdem macht der Rest, oder? Wir gehen noch ein bisschen shoppen da drin. Mucke kann ruhig anbleiben. Oh shit. Ja, habe ich eben gemacht. Und ich bin noch ziemlich quietsch. Feidel, dude. Bitch. Shit. Ich habe einen Headshot gegeben. Ich bin jetzt leicht gekrippelt gerade. Ist ja so nice, wenn Cotsworth auch was machen wird. Oh, hallo.
Okay. Kurz abspeichern. Ein Stimpack nehmen. Die Kampflinte zücken. Ihnen den Rest geben. Bö! So. Hier oben läuft auch geile Mucke. Oder ist das das unter uns? Ich glaube, das ist das Ding unter uns. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Was hatten wir denn? Was hatten wir denn da hinten noch? Der ist einfach abgebrannt, der Kerl. Eklig. Weidelich. Sehr weidelich. Aha. Okay. Den haben wir hier. Monsieur Pimpel. Pimmel. Rumpelpimmel. Nö. Musste ich nicht. Und du musst unbedingt mein Fleischstück spielen. Bam. So, weil ich eins gefunden habe, nehme ich mir auch ein Stimpack. Aha. Maschinenpistole. Wir gucken mal kurz auf die Stats der Maschinenpistole. Ich meine aber, dass die wirklich nicht gut waren. Ja. Gut, die ist viel wert. Ich lasse jetzt mal mit eingepackt, um sie vielleicht zu verkaufen oder auseinanderzunehmen, aber so alles in allem. Das ist, glaube ich, nicht so extrem nötig. Ich glaube, wir haben es auch nicht wirklich nötig, dass wir hier die, dass wir hier das Geld großartig sammeln oder so. Shit. Der hat sich selbst gesprengt, ne, der Kerl? Auf jeden Fall. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier jemanden gefistet habe hier hinten. Aber grundsätzlich sehen die Leute so aus, nachdem ich sie gefistet habe. Alles klar. Hm, shit. Ja! Das wär's. Das wär's. Oh. Oh boy. Ah, shit. Ich wollte eigentlich rumjumpen, aber diese blöden Dinger da oben. Die stören. So, okay. Das wäre geschafft. Cotsworth, bitte nicht im Weg rumstehen. Komm schon. Cotsworth, nein. Ja, fickt er mich gerade? So. 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 Ah ja. Also da drüben wollen wir hin. Wow, 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 wow. Wir gehen hier halt da so über das Land. Wo sind wir hier eigentlich? Ah, wir sind hier oben. Da ist das 8. Revier, genau, bla bla bla. Ja, die Map ist... Die Map sieht so eigentlich ziemlich klein aus, finde ich, ne? Wenn man sie so sieht. Aber wenn man dann hier drin hier rumläuft und diese ganzen Gebäude hat und diesen, ja, diesen ganzen Schotter sieht, wir nehmen mal die Abkürzung, dann ist es einfach richtig geil. So, wir gehen zu der... Oh, davon ist ein Vault. Halt. Immer schön voller... Checking for Landmines. Gunnery Code. Okay. Baba, bitch. Baba. Oh, zwei Gunner. Boom. Headshot, bitch. Boom. Another headshot, snitch. Boom. Körpershot. Das unbekannte Lebensform. Cotsworth, drück dich doch mal. Wer ist das? Wer ist das da oben? Wer ist das da oben? Hier ist einfach Krieg. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Wir müssen mal zum Kind des Atoms gehen und den so richtig zusammenschäkern. Ist er jetzt böse, weil er direkt rot war? Ist er echt böse? Ist gerade eine Mücke geflogen? A child of the Atom and Gamut Camada. Gut. Kind des Atoms, ganz kurz, Achtung. Oh. Oh! 99 Rad! Deine Kinder sind sicherlich unfruchtbar, mein Freund. Cotsworth, gerne. Du kannst gerne auch mal drauf gehen, wenn du willst. Ach du Scheiße. Also, zum Glück seid ihr irgendwie nicht gut geschützt mit euren Papierklamotten. Diese Plasma oder Gamma, die Gamma-Dinger sind, wow, sind natürlich ultra. Diese, hier, warte, die Gamma-Kanone. Aber auch nur gegen, ich glaube, gesunde Lebewesen biologischer Form. Guck mal hier. 111 Radiation-Schaden. Ich nehme mir das Ding mal kurz. Das ist sick. Das ist richtig sick. So, pass auf. Das ist halt ein Kind des Atoms. Ich weiß nicht. Ne, die fressen das so gut wie gar nicht, weil sie ja eh schon so verstrahlte, hirnverbrannte Böcke sind. Aber so ein Gunner müsste damit eigentlich ordentlich... Ein Scharfschütze. Gamma-Kanone. Ein Gunner müsste da eigentlich ordentlich was von futtern. Na, warte mal, das ist noch.
Das ist noch ein normaler. Bla bla bla. Geil, oder wie das Ding klingt? Wenn es auf irgendwas trifft. So. Schön saubere Körpertreffer. Seine ist angeblich stärker als meine, aktuelle gerade, oder was? Achso, nee. Das ist, die ist nur stärker als die aktuelle Waffe, die ich in der Hand habe, alles klar. Wir nehmen direkt Red Away. Radava. Radava. Kurva. Und gehen weiter. Wie zwei kleine Scheißer. So, kriegst Geld. Da kriegen wir mal Papier draus, Papierle. Nein, Katz, nein. Wo ist denn dieser Gunner hin? Ich würde die Gamma-Ding doch gerne mal an ihm testen. Man kann die auch verstärken, aber es gibt da irgendwie eine Sache, auf die man aufpassen muss, weil sonst diese Gamma-Haftigkeit verschwindet. Shit, ich habe was mit ihm gemacht. Ich rette dich. Kriege ihn nicht raus. Wird es jetzt echt dunkel? Okay, wir müssen nach rechts. Aber ich würde irgendwie gern kurz zu der Vault laufen. Da oben ist es schon. Wir entdecken die kurz, okay? Noch ganz kurz entdecken, dass wir uns dahin beamen können. Ich freue mich schon so drauf, wenn wir dann einfach jeden einzelnen Punkt auf der verschissenen Karte durchgehen und einfach alles wegklatschen, alles rausholen, sammeln, was geht. Chestnut Hillock Reservoir. Ah! No! Ja, ich will eigentlich auf Q drücken, aber... Boah, ich zerschieße mal die Füße. Dem Bienerisch fette... Scheißratten. Ah! Die schießen so komische Larven, die sich, glaube ich, in einen reinbohren, wenn ich mich recht entsinne. Die sind ziemlich eklig. Guck, was ist denn das da? Ein Flock hat denn das da vorne? Schnell speichern und hinlaufen. Ja, scheiße. Okay, wir hoffen. Ja! Oh fuck. Die sollen oder dürfen nicht so nah an mich rankommen. Gerade die Blutkäfer, die hauen so unglaublich rein. Das ist krass. Alles klar. Blutkäfer, nein. Ach, blödes Viech, ey. Das nehme ich mit, weil das bringt sehr viel. Okay. Wow! Ach so. Das ist eine eklige Kombination. Die Kakerlaken und dann der Affe, der einen erschreckt. Oh yeah. Oh yeah. Die bekomme ich so nicht auf. Meister, Leute, bitte. Der königliche Schreiberling. Es wäre nett, wenn du dir das noch, dieses Chestnut Hillock Reservoir aufschreiben könntest. Sobald wir dann dieses Meister-Dingens haben, bitte ich dann darum, dass mir der Schreiberling... Oder die Schreiberlinge mir das einmal schreiben oder posten. Ja, schreiben unter dem aktuellen Video und dann... Oh! What the fuck, dude? What the fuck? Und dann holen wir... Oh, Band abspielen. Warte mal, hole mal Edwins Tagebuch. Mitnehmen. Und reinhören. So, geil. Das finde ich einfach edel, die Tagebücher. Ah! Wollte gerade sagen, muss man nichts vorlesen. Bess und ich waren kurz vor Sonnenuntergang drin, da ist noch alles in einem Stück, obwohl die Nordseite ein bisschen mehr abgesunken ist. Ich muss es abstützen, wenn ich nächstes Mal in der Gegend bin. Feder? Es war aber alles verwüstet, verdammte Raider, ich werde ein, zwei Wochen brauchen, um das wieder zu säubern. Ich habe vergessen, wie schön es war, von der Straße zu kommen. Bess scheint sich auch gut einzuleben. Unglaublich, dass schon 10 Jahre vergangen sind. Ich weiß noch, wie Annika die Schrotflinte auf mich gerichtet hat. Ein tolles Kennenlernen. Wir waren wohl beide froh, dass sie nicht abgedrückt hat. Heute Morgen haben ein paar Blähfliegen Bess belästigt. Belästigt. Ich habe sie verjagt, widerliche Viecher. Am Nachmittag habe ich einen Schocker aus Teilen des alten Generators gebaut. Ah, scheint zu funktionieren. Ein Stromstoß aus dem Ding, dann kommen sie nicht mehr. Wieder. Heute Nacht gab es Sternschnuppen. Ich saß an Deck und habe sie beobachtet. An Deck? Wie früher. Sie ist jetzt seit 3 Wintern fort. Alles, was mir geblieben ist, sind ihr Medaillon und dieses alte Ding. Sie hat etwas Besseres verdient. Ich war beim Fischen, als die Insekten zurückkamen. Blähfliegen oder noch schlimmere Viecher. Ein riesiger Schwarm. Ich habe ein paar gute Schüsse hingelegt, allerdings ist das Boot gekentert. Ich musste zurückschwimmen. Ich habe sie wohl verjagt, zumindest fürs Erste. Bess hat Angst, aber sie schafft das schon. Wenn das so weitergeht, verschwinden wir sofort morgen früh.
Ich kann das Medaillon nicht finden. Es muss mir aus der Tasche gefallen sein, als das Boot gekentert ist. Ich muss zurück. Das ist alles, was mich an sie erinnert. Das darf ich nicht auch noch verlieren. Eine extrem traurige Geschichte. Da ist das sein gekentertes Boot. Ja, ja, ja. Ich dachte, das wäre noch gut. Okay. Wir nehmen uns sowas. Dann nehmen wir uns noch ein Red Axe und schwimmen mal runter und gucken, ob wir es finden. Ja, Red Axe. Und schnell speichern und here we go. So, es müsste eigentlich direkt hier unten sein. Edwin Schlüssel. Pff, direkt gefunden, alles klar. Ich hoffe, was? Ich hoffe, der Besitzer dieses... Zertreten wir ein paar Insekten! Also... Oh, da... Guck mal, da ist er, da ist er. Das ist der... Ist er der... Ist das der Edwin? Oh, guck mal, der hat's in der Hand. Annikas Medaillon. Sag mal, sind die echt hier unten auf dem scheiß Boden des Sees? Das darf doch nicht wahr sein. Muss ich mir sofort angucken. Ist das bei Kleidung? Nee, wahrscheinlich bei Diverses. Hä? Bei Schrott wahrscheinlich. Ja, Schrott ist ja ein Medaillon. Das kann man sich irgendwie angucken, genauso. Ach, guck mal, das ist doch echt traurig, oder? Also, diese Geschichten sind es einfach, die das Spiel ausmachen. Es ist nichts Weltbewegendes. Und es sind einfach, gerade deswegen, es sind so kleine Sachen, die man bei der, in der wirklichen Apokalypse würdest du sowas gar nicht mitbekommen, oder? Und du... Ja, moin. Bist du schon wieder hier? Man würde solche Sachen gar nicht mitbekommen, aber klar, wir wollen hier alles entdecken und laufen halt rum und schon finden wir das Zeug. Es ist einfach... Ich finde es schön. Der Schlüssel ist höchstwahrscheinlich hier für diesen Safe... Achso, ja. Natürlich, für diesen Safe gedacht. Protokollant. Bitte streiche diesen Safe. So, wir nehmen alles mit. Nice, sehr nice. Oh, Crown Kick Fired. Nice. Guck, wir nehmen das alles mit. Wir machen alles in den Junk Jet rein. What the fuck, habe ich das Ding gar nicht gesehen? Den, diesen Kasten da hinten. So, ich mache jetzt hier alles rein. Kann ich auf alles ablegen drücken? Habe ich jetzt alles abgelegt? Nein, ich habe alles genommen. Okay. Egal, das Durchklicken ist ja jetzt nicht so der Übereckt. Jetzt dürfen wir halt nur nicht benutzen, nicht, dass wir irgendwas ex... Oh! Schnell! Drei, Bitches. Schießt das die gerade weg? Ah, jo! Guck mal! Shit! Okay, okay, ist schon gut, ist schon gut. Jawohl! Da hat er was Schickes gebaut, der Ismail, oder wie er heißt. Naja. Cotsworth ist wahrscheinlich noch... Das ist doch ein Libell da, oder? Ja, in den Flügel. Ja, gute... Ich mache auch noch ein Critical... Oh, okay. Was für eine bravouröse Vorstellung. Ich möchte jetzt da oben in die Vault. Hier war ja zu, ne? Ja, das Ding ist zu. Wir speichern mal richtig. Wieder einfach was entdeckt. Und vielleicht sogar schon abgeschlossen, kann sein. Ja. Können wir dann abhaken. Das brauchen wir dann nicht mehr. Oh shit. Ist da irgendwas? Nee. Guck mal, da haben sich welche vor der Vault gemütlich gemacht. Mit dem Bettchen. Sogar mit Klo. Voll zivilisiert. Hinter einer Wand. Nicht so wie die anderen, die einfach mitten im Wald kacken. Okay. Was können wir dann machen? Grundsätzlich, immer wenn wir voll sind, einfach alles in Junk Chat reinpacken. Achso, da geht's jetzt in die Vault 81. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob wir die jetzt direkt entdecken. Wir wollen doch... Ne, wir wollen zu den Siedlern gehen. Aber wir haben ja auch eine weitere Vault, die wir komplett entdecken können, wo wir auch noch gar nicht wissen, was los ist, was auf uns zukommt und sowas. Herrlich. Herrlich, Leute. Jetzt will ich gern hier... Genau, so. Jetzt helfen wir erstmal den Siedlern mit ihrem Ghoul-Problem. Vielleicht schicken die uns dann die Vault, wer weiß. In den Vault.
der Tresor, in den Tresor hinein. Ich weiß nicht, warum ich die Vault sage. Das habe ich auch bei meinem anderen Fallout 4 Projekt schon gemacht, da wo ich dieses Vault Add-on gezeigt habe, wo man seinen eigenen Vault bauen kann. Und da habe ich, glaube ich, immer von der Vault gesprochen. Was haben wir denn da? Ist das etwa ein Händler? Ist das ein Händler? Das ist doch ein Händler, oder? Händlerlein? What the fuck? Das ist irgendwie scheiße, ne? Hier hätten wir eigentlich einen Punkt, wo wir handeln könnten. Naja gut, wir haben die Clara. Ich glaube, die steht grundsätzlich bei uns zu Hause. Ab jetzt. Cool. Cool. Das ist so fucking cool, ey. Warte mal ganz kurz. Okay, alles cool. Schlammbohne, was die alles hat. Oder hatte, also. Ja, sie hat es ja schon noch, das stimmt. 3 Stärke. Also wir müssen echt mal gucken, was wir hier alles machen können. Plus 5 Charisma. Können wir eh nur eins machen. Machen wir jetzt mal. Psycho-Buff. 25% Schaden, 3 Stärke, 3 Ausdauer und maximale Gesundheit für 8 Minuten. Wenn da noch Zeit drüber dabei wäre, Alter, ich würde kotze verfreut. Egal. Psycho-Jet. Machen wir auch mal eins. Das bringt voll viel Erfahrung. Machen wir auch. Und machen wir auch. Halt. Fallen. Wir könnten diese Fußfallen machen. Granaten. Sonst können wir nichts machen. Schade. Wir richten uns ganz viele Stationen auch bei uns in den Häusern ein. Wir haben ja jetzt die Ausrüstung dafür, um das machen zu können. Was ist denn hier los? Wo leuchten diese Korallen hier, oder was? Naja, speichern. Call out to the Fallout, baby. Das sieht echt cool aus hier, oder? Richtig schön. Das ist eine Couch. Ha. Naja, da hinten sind die Siedler. Wir sind also gleich da. Hier sind auch mehr von diesen Leuchtschwämmen. Das ist echt voll der schöne Bereich hier, des Waldes. Ness. Fucking Ness. Ah, da sind sie. Ja, an die Siedlung kann ich mich auch erinnern. Direkt bei den Eisenbahnschienen. Was wollt ihr denn, ihr kleinen Würste? Wie kann ich euch helfen? Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ja, moin. Genervt. Ich kümmere mich darum. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Ich habe jetzt nicht so ganz zugehört. Wo? Wo sind die Ghule? College, im College Square. Das stört euch. Da hinten die Ghule. Okay. Das klingt irgendwie, ich weiß auch nicht, verpienst. Was, wenn in ihrem Urlaubsgebiet halt jetzt sowas ist. Naja, ich meine, jetzt halt Moment lebe, ne, und die alle kaputt machen, du gerade so ein Rad hier schon mal fressen und dann ab nach Heim. Los, schnell Ladezeit. Ich möchte noch was machen in dieser Folge. Los, los. Ja, moin, Leute, ja, moin. Der Nein-Gag schreibt mir gerade. Einige Likes auf meine Kommentare. So ist es halt, Profi. Ne? Okay, so. Also, wo sind die Ghule? Speichern und dann gehen wir ran und spicken so. Zack, zack, zack. Zack, zack, Chirac. Die sind ja alle schon tot. Halt. Mir die Eisgeband, Klebeband. Voll die Klebeghule. Malwurfs hatten Zähne. Ah! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Wow! Alter, der Ghule ist voll weggeflogen. Ach du Scheiße. Ah! Jeepers, creepers, where you get those peepers? Jeepers, creepers, where you get those ice? Okay, das ist echt eklig hier. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Kann das sein, diese...
Doch, doch, hier waren wir, hier waren wir. An den kann ich mich erinnern. An diesen Herrn hier. Oh shit. Ach, die wollen, dass wir da unten reingehen in die Dingstation. Naja, komm, das machen wir euch easy hin. Das hasseln wir euch total locker hin hier. Mal so eine Klärung der Situation. Zack. Cotsworth, komm mit, wir ficken die jetzt. Aber schnell noch, aber schnell. Los, Coty, los. Hello to the Fallout, baby. Hier sind keine aktiven Ghule, nur Ghule mit Zigaretten. Leute, so werdet ihr, wenn ihr so viel raucht. Genau so. Echt, echt Häsel am Stiel. Diese Atmosphäre ist ziemlich unangenehm. Cotsworth, nicht aufregen. Die klatsche ich dir easy weg, die Atmosphäre. Das okay, Bitches. I'm reloading. I'm reloading. Wow, 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 Leute, wie ich gerade global. Total das Global End. Abnormal. Oh mein Gott. Der ist sogar. Oh, eine Sicherung. Die brauche ich schon. Die brauche ich. Hervorragend! So, Cotsworth macht draußen weiter. Oh, da geht die Ansage an. Achtung, ein Zug fährt durch. Vorsicht, an Gleis 10. Zwei Züge fahren durch. Über ihren Arm. Oh! Achtung, das ist ein Wilder, mein Freund. Das ist ein wilder Leichtender, oder? Der ist leichtig, da. Ja. Ziele bluten und erleiden 25. Okay. Das könnte unsere verkackte Revolverpistole mal verbessern hier. Also. Plus 27. Was haben wir hier? Plus 34. Pff. Vielleicht können wir das hier verbessern, das Ding. Das hat wahrscheinlich noch so einen blöden. Irgendwas ist blöd da dran. Aber wir behalten das Ding auf jeden Fall. Ja, ich manipuliere nichts und niemanden. Oder die hat einfach die Hand im Klo. Total. Der chillt. Der hat sogar dann. Medic ist dabei. Das ist wieder ein. Oh, ganz viel Buffout. Nein, ich brauch die verdammten Drogen, Alter. Aber du, der alten Zeiten wegen. Ich bin high! Ich will high sein, Cotsworth! Komm, Cotsworth, wir müssen jetzt hier mal ran. Warum ist die Tür rot? Oh Gott. Oh Gott, das ist der Weg mit dem Zaunfall. Bitte treten Sie zurück von Türen. Die Tür ist geschafft. Sehr gut, wir können uns ein Ding mitnehmen. Ein Roboter, übrigens Vorkriegsgeld. Wiegt nichts, soweit ich weiß. So, wir nehmen uns den noch mit. Plant. Das hier ist es. Oh, shit. Ich bin überfragt. Shit. Hills. Die Hills, der Welt. Das ist es. Fuck. Aber... wir sehen hier, es muss eigentlich das S hinten sein, ne? Ah, oder das H vorne. Ah, verschissen. Herbs. Halt, Herbs. Fuck! Swore. Scheiße. Shit! Jetzt zacken wir ja dieses blöden Ding. Fink. Ja, na also. Wir nehmen den Rechtsvollzug und machen ihn dann an. Vielleicht kriege ich jetzt auf die Nase, weil ich hier drin bin bei ihm. Ja! Na also. Na also, Begleiter verursachen Dauer. Ja, gut! Sexy. Lecker, Schmecker. Geht's dir gut? Okay. Kann ich eigentlich so ein Ding kaputt machen? Oh ja. So, wir gehen ran. Ich will die Mission jetzt hier noch machen. Boo. Bitches! Ja, Cotsworth, hier sind ganz viele Lebensformen. Und ich mach sie gerade tot. Bam! Och, Leute, der Mollywurf war wirklich. Da könnt ihr euch sagen, das war ganz schön zuckrig. Könnt ihr gerne zugeben, dass es ein zuckriger Wurf war.
Nein. Oh, es ging was zu essen. In meiner U-Bahn wird nicht gegessen. Not on my watch. I'm a fitness coach and you can't eat on my watch. Bäh. Mächtiges Impro-Gewehr. Oh, warte mal. Können wir hier etwa unser Teil auswursten? Plus 21. Und unseres hat... Aha. Gut. Ja, moin. 38er? 38er. Dann nehmen wir das Ding mal, komm. Das lege ich direkt hier auf die One-Tap. Gut, das Fernrohr ist jetzt ein bisschen Cancer, aber das macht er nicht. Das können wir noch verändern. Was war denn das, Mann? Ja. Ja. Oh, shit. Oh, das Ding geht ab. Oh. Und es hat ein riesiges Magazin. Ist das geil. Oh, mein Gott, Leute. Tagebuchfragment. Und ein wackelndes Härchen. Tagebuchfragment. Diverses. Daybook Fragment. So. Was haben wir denn da stehen? Rika ist tot. Nur ein paar von uns haben es hineingeschafft. Wir konnten den Eingang nicht halten. Es waren einfach zu viele. Der einzige Weg führte nach unten. Wir verstecken uns ein paar Tage, warten, bis die Ghule weiterziehen. Und scheißen uns dann gegenseitig so lange ins Gesicht, bis es wieder Spaß macht zu leben. Aha, eine Crown Kick Mine. Cotsworth, ich hab's. Boah, es ist geil mit dem Ding. Valerio, Alter, geht das ab. Ted. He's a man. Habt ihr den Roboter kaputt gemacht? Ich sehe den Roboter nicht. Irgendwie ist der nicht da. Also der Rest des Roboters. Wir versuchen uns ja kurz reinzuhacken, auch wenn es nichts bringt. Story, bin durch. Nala. So. Bla 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 bla. Speichern, weiter geht's. Da vorne ist noch irgendwas. Hier. Das ist der letzte da drin, so wie es scheint. Haha. War's das schon? Jawohl. Wir haben es schon geschafft. Jetzt können wir den Leuten noch von unserem Erfolg berichten. Das mache ich jetzt alles noch hier in der Folge. Cotsworth, mach doch auch einfach mal irgendwas. Ich glaube, dieser Nick Valentine kann Türen öffnen oder zumindest Terminals hacken. Also den kann ich da richtig hinschicken. Cool. Und ich glaube, jawohl. Und ich glaube, der macht es dann. Aber natürlich wollen wir das alleine machen. Weil wir dann die Erfahrung bekommen. Ganz klar. Ach Gott, er schüttelt mich doch nicht so. Diese Einsagen sind genau wie im wahren Leben. Ein Zugrichter fährt durch. What the fuck? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann nicht mitbekommen, dass da irgendwas ist. Ich weiß, es ist etwas über der Zeit. Macht euch bestimmt nichts aus. Ich will jetzt noch die Quest abgeben. Und dann haben wir nämlich auch wieder eine weitere Station bekommen. Und das ist super. Und da müssen wir echt mal gucken, dass in Sanctuary mehr Leute kommen. Dass wir mehr Leute von Sanctuary oder eben von den anderen Orten, die bereits verbunden sind, zu solchen neuen Orten schicken können. Weil sonst, ja, wird es ein bisschen kotig. Just a little bit kotig, you know. Shit, lele, 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 lele. Auf, muss es jetzt hier noch rumladen. Keine neue Kartoffelbrei. So, direkt weiter, porten. Richtung Oberland Station. Ja. Jetzt will ich aber alles sehen. Da. Oder. Ha. Hey Leute, ich habe voll die gute Nachricht. Es ist Nacht. Hier geht's voll rund gleich bei euch. Ich weiß es. Hallo? Ich habe diese lästigen Ghule erledigt.
Erstmal aufstehen, ne? Ihr seht ja genau gleich aus, ne? Wirklich? Nee, doch nicht. Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Good. Good, dude. This is so good. Show me your genitals. Wir müssen jetzt mal direkt an die Dingens gehen noch. Können wir jetzt hier gleich rumvorwerken? Ja, nice. Sehr nice. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.